Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Schlagzeilenrevue. Vorige Woche waren wir ja nicht da. Jo. Martin, ich war beschäftigt, aber du hast es genossen? Nicht ganz, ich habe ein bisschen arbeiten müssen. Ich glaube, darüber reden wir dann noch, gell? Genau. Was war los in der österreichischen Politik? Tirol hat gewählt und die Heute hat getitelt Heiliges Land bleibt tiefschwarz. Und das ist gut? Nein, das ist für den Kurz nicht gut. Okay. Das wird nämlich gefährlich färben. Er ist ja mit einer neuen ÖVP und Türkis und so. Ja. Mhm. Und jetzt hat in Niederösterreich die Michl Leitner schon gewonnen, als starke Landeshauptfrau. Genau. In Tirol der Platter, der gleich gesagt hat, auf Türkis will ich nicht, ich mache auf Schwarz. Ja. Okay. Und wenn das so weitergeht, werden die Landesorganisationen wieder stärker, stärker und stärker. Und dann bleibt er wieder über, so wie seine Vorgänger da kurz. Man kann nicht sagen, dass er es nicht probiert hat. Na, ein bisschen eine Chance hat er ja noch. Ja, und was tut es ja, was hat er sonst noch da? Ja, es gab einen großen Kampf um das Erwachsenenschutzgesetz. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Ich habe mitgekriegt, dass sie da viel da hat, ja? Aber ich gestehe, ich habe es nicht ganz verstanden. Also, was ist das Erwachsenenschutzgesetz eigentlich? Naja, bei dem Erwachsenenschutzgesetz geht es darum, dass rund 60.000 Personen in Österreich Unterstützung im Alltag brauchen. Zum Beispiel, um Verträge abzuschließen und so Sachen. Und bis jetzt haben die Sachwalter. Welche Leute brauchen Unterstützung? Zum Beispiel ältere Menschen mit Demenz oder Menschen mit Lernschwierigkeiten oder mit psychischen Beeinträchtigungen. Und das Problem an dem Gesetz ist, dass man einer die Rechte zur Gänze wegnimmt. Mhm. Sie dürfen da nichts mehr entscheiden. Und in Zukunft soll das anders sein. Das wird jede Person einzeln begutachtet von einem Erwachsenen-Schutzverein und man sagt, welche Art von Unterstützung für diese Person interessant wäre. Und die Person kann aber auch mitentscheiden, soweit sie noch mitentscheiden kann. Und alle paar Jahre wird dieser Prozess wiederholt. Das heißt also, das ist ein großer Fortschritt. Mhm. Ja, darum geht's. Und wo war jetzt das Problem? Das war, wenn man gerade ins Gesetz kommt. Genau, im Vorjahr haben alle dieses Gesetz beschlossen. Und jetzt hat Schwarz-Blau gemeint, naja, dafür wollen wir eigentlich kein Geld ausgeben, verschieben wir es um ein paar Jahre. Na genau. Und wir haben natürlich gesagt, das geht so nicht, das ist ein wichtiges Gesetz, wir wollen, dass das jetzt in Kraft tritt. Mhm. Und dann haben sie gesagt, ja, Gott tritt heuer in Kraft, aber Geld gibt es halt einfach keins. Dann haben wir noch mehr einen Wirbel machen müssen, aber ja, wir haben uns durchgesetzt, es kommt mit 1. Juli 2018 dieses Gesetz und es ist finanziert. Man muss dazu sagen, er spricht von wir, weil er einer federführenden Masterminds dahinter ist und Kämpfer, gell? Wir haben es gemeinsam geschafft. So ist er. In aller Bescheidenheit. Gut gemacht. Okay. Was war die Woche beim Trump los? Du, die Woche beim Trump, die fangen schon mal so an, dass ich mir nicht mehr genau sicher bin, ob das jetzt schon eine Reality-Sendung ist oder nicht. Seine Pressewirtschaft. Kennst du House of Cards? Natürlich. Super Serie, kann man mal empfehlen. Die Aktion, die jetzt gelaufen ist, mit seiner Pressesprecherin, erinnert mich sehr an House of Cards. Sie hat nämlich beim Geheimdienstausschuss Aussagen müssen, stundenlang. Und da hat sie auch zugegeben, also es geht immer nur um diese China-Russland-Affäre, also hat er da Verbindungen gehabt oder nicht. Mhm. Und seine Pressesprecherin hat zugegeben, dass sie für ihn manchmal ein bisschen die Wahrheit verdreht oder ein bisschen flunkert. Nichts Grobes, aber ein bisschen flunkern tut es. Aber mit Russland hat sie nichts gewusst und da ist gar nichts der Fall. Aber wozu braucht er eine lügende Pressesprecherin? Die New York Times hat ihm doch nachgewiesen vor kurzem, dass er selber schon 2000 Mal gelogen hat. Ja, weißt du, wenn man mal drin ist im Lügen, dann kommt man schwer raus. Und sonst? Anders wiederum muss man ja sagen, der Trump ist sich treu geblieben. Von seiner Zeit als Unternehmer bis zum Wahlkampf über die erste Jahr Präsidentschaft bis hin jetzt. Er ist ein straightforward Guy. Wie kommst du drauf? Er sagt Sachen und bumm, zack, und das passt. Ja. Zum Beispiel hat er jetzt gesagt, er würde gerne Drogendealer töten lassen. Dann hätte man das Drogenproblem nicht mehr. Weil die Chinesen und auch die Philippinen haben es auch keins. Aber das sind jetzt keine Vorbilder einer entwickelten Demokratie. Aber sie haben kein Drogenproblem. Wie immer zum Schluss, Martin. Warum lesen wir die heute? Damit wir was lernen. Und was hast du die Woche gelernt? Dass ich manche Nachrichten nicht verstehe. Wieso?
Da ist ein Bild mit einem Artikel dabei, dass einer mit einem Sessel in der U-Bahn fährt. Ja, was ist verkehrstechnisch gefährlich, glaube ich. Was ist da die Nachricht? Das mache ich jedes Mal. Stimmt. hat noch nie einer fotografiert, nein. Gell? Und die? Auch nicht. Na wurscht. Okay, ja. Wurscht. Was hast du gelernt? Du, ich habe gelernt, dass es doch Werbefachleute gibt, die die Wahrheit erzählen. Nein. Und kann irgendwie, ich kann Zucker daraus blasen. Okay. In Deutschland gibt es einen Smoothie-Hersteller. Mhm. Die machen immer recht provokante Werbung. Mhm. Und die bringen jetzt gerade Smoothies raus. Okay. Die in Marlboro-Design sind. Warum? Weil sie es kennen. Okay. Und mit dem Text, wo normalerweise oben steht, Rauchen gefährdet ihre Gesundheit und so, steht bei denen oben, Smoothie-Trinker sterben auch. Und mit dieser Erkenntnis schicken wir euch jetzt in die nächste Woche. Liked uns bitte, teilt uns bitte oder schreibt einen Kommentar dazu. Aber genau. Habt eine schöne Woche. Genau. Pfiat euch. Ciao.